Gott. Ich hoffe, dass das Licht jetzt ein bisschen besser ist, weil im vorigen Video war das Licht sehr scheiße. Und ich glaube, es wird jetzt besser und ich muss mich beeilen, weil ich muss bald losfahren. Ja, ich will euch noch mein Fun Lovers September und Oktober Video machen. Es ist eigentlich nicht viel passiert, außer lauter Scheiß. Aber kommen wir gleich mal dazu. Serienmäßig habe ich sehr viel Criminal Minds und Law & Order geschaut, was jetzt im November wieder nicht mehr so ist. Dann habe ich auch im Oktober angefangen, Hellsing zu schauen. Die Anime-Serie Hellsing. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie konnte ich mich nicht mehr damit anfreunden und habe dann zwischendrin aufgehört. Und dann habe ich angefangen, Digimon zu gucken. Und da kann ich gar nicht mehr aufhören. Da kann ich wirklich nicht mehr aufhören. Filme, ich habe bei meiner Mom Man in Black 3 geguckt. Wir haben sich so totgelacht. Und ich habe mir das erste Mal so richtig einen, ich weiß nicht, ob der Alien vs. Predator zu Horrorfilmen gehört. Gehört das dazu? Kennt ihr euch da aus? Keine Ahnung. Normalerweise gucke ich nämlich sowas Brutales und Ekelhaftes nicht. Aber den habe ich mir angeschaut und den Film fand ich wirklich nicht schlecht. Normalerweise mag ich nämlich sowas nicht, wo, weiß ich nicht, irgendwer gefressen wird oder sonst irgendwas. Normalerweise schaue ich mir sowas nicht an. Aber das fand ich echt interessant. Also dieses, das fand ich wirklich interessant. Dann im Oktober habe ich mir Hintergangen angeschaut. Ich kann mich nicht mehr an den Film erinnern. Alzheimer meldet sich, Leute. Und Frankenstein. Das war aber drüben auch bei meinen Eltern, das war in dieser Halloween Week halt. Das war ein ganz alt oder neu verfilmter. Auf jeden Fall hat der Daniel Radcliffe mitgespielt, der was in Harry Potter spielt. Ich glaube, das ist dann eine neue Variante. Der Film war gar nicht schlecht, also ja, war wirklich nicht schlecht. Im September haben mein Bruder und ich oft Mario Party gespielt. Wir haben den ersten, zweiten und dritten Teil gespielt. War urlustig. Das haben sicher viele auf Snapchat und Insta-Story gesehen. Das war sowas von lustig, habe ich so tot lachen müssen. Im Oktober ging es so weiter. Wir haben 5 und 6 dann auch durchgezockt. Also einmal die Story halt durchgespielt. Dann YouTube und Musik. Ich habe selber Videos gedreht. Das stimmt gar nicht, aber wurscht. Ich meine, okay, im September und im Oktober, glaube ich, war es jetzt besser als jetzt im November. Dann von Songs her habe ich mir die As5-Lieder wieder angehört, nach langer Zeit. Taylor Swift, dieses neue in Anführungsstrichen, ich glaube, sie hat ja schon wieder ein neues draußen. Dieses, ich habe es vergessen, wie es heißt. Ich habe es davor gerade gehört. Ach Gott. Auf jeden Fall ein Taylor Swift Song. Von Little Mix habe ich mir durchgehend Songs angehört. Und von Digimon, wenn ich am Weg zur Arbeit war, habe ich mir die Digimon-Titellieder durchgehört. Bücher habe ich natürlich wieder nichts. Eh wieder typisch. Dann kommen wir zu die Beauty-Produkte, die ich in dem Monat September und Oktober gern benutzt habe. Ich bin echt ja, Limit. So, ich habe wieder im September und Oktober, deswegen ist es ein bisschen weniger geworden. Also hin und wieder, nicht so oft. Aber ich mag es trotzdem noch immer sehr gern, das Hydra Genius Serum von L'Oreal. Ich liebe das noch immer. Ich gehe sehr sparsam damit um, ich gebe es zu. So wie mit meinem Gesichtsöl, was jetzt auch schon ein bisschen weniger wird, weil ich es halt öfter jetzt in letzter Zeit verwende von Biotherm. Also das mag ich in letzter Zeit sehr, sehr gern, besonders wo es jetzt so kalt wird und meine Haut noch mehr Anspruch hat. Ich habe die ganze Zeit irgendwie so ein Gefühl, ich habe meine falschen Wimpern nach oben. Ich habe gestern das erste Mal nach langem falsche Wimpern oben gehabt und seitdem habe ich eine, weiß ich nicht, eine Störung. Den Nagellack habe ich im September und Oktober sehr, sehr oft getragen. Diese Scheißzonen. ja, das ist der von Essence. Den gibt es leider nicht mehr. Der 111 English Rose. Den mochte ich sehr gern. Den fand ich echt schön. Habe ich wirklich oft dran, auch weil ich ihn aufbrauchen will und weil ich ihn mag. Also deswegen, ja. Das ist leider schon leer. Ich habe mein halbvolles noch, ich habe nämlich 2 von diesen Bodysprays. Das ist nämlich ein Bodyspray von Essence gewesen, der hat Hashtag Secret Party, glaube ich, geheißen. Ich habe mir da 3 gekauft, ich Vollidiot, habe dann einen verschenkt. Ich finde den Duft noch immer gut. Das Problem ist, ich rieche ihn nicht mehr, weil ich ihn schon so lange verwende. Oktober, glaube ich, habe ich den jetzt... Oder verwende ich den echt schon so lange? Echt schon 3 Monate? Nee. Oder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall verwende ich den schon sehr, sehr lange. Einen hatte ich zu Hause, den habe ich jetzt leer gemacht. Deswegen kann ich euch den zeigen. Den anderen habe ich nämlich in der Arbeit, der steht in meinem Spind. Ja. Ich mochte den schon, aber
er ist schon ein Favorit gewesen, besonders im September, weil das ja noch da ein bisschen wärmer war und im Winter passt das überhaupt nicht. Also Herbst, Winter passt der Duft überhaupt nicht, aber ich mochte es trotzdem die 2 Monate lang sehr gern. Fashion, da war ich sehr fad, also meistens nur Pullis und Halstücher, also so Schals. Ja, das war's, mehr nicht. Also ich, obwohl ich jetzt schon so viele schöne neue Sachen habe, habe ich da noch nicht... Okay, das war ja Ende Oktober. Ja, November kann man eigentlich sagen, waren die Klamotten holz. Das war extrem. Essen. Ich habe leider die Fotos nicht mehr. Aber wenn ihr wissen wollt, was in dem Monat ich so gegessen habe, könnt ihr euch gerne das Food-Tagebuch-Video anschauen. Das ist eh auch schon online. Ich habe die Fotos nämlich gelöscht. Ich habe total vergessen, dass ich ein paar noch brauche. Sagen wir lieber nichts dazu. Aber wer das Food-Tagebuch gesehen hat, wird eh wissen, was genau ich meine. Im September war ja der Kirtag und da haben wir Baumkuchen gegessen natürlich, wie jedes Jahr. Und dann die Brötchen von meiner Arbeit, die waren auch lecker. Aber was ich im ganzen Monat so gegessen habe, das habt ihr ja eh gesehen. Da steht auch noch beim Oktober Fleisch und Gemüse. Ich habe mein Halloween-Essen gar nicht aufgeschrieben. Ja. Aber ich kann ja mal mich kurz auf die Seite rappeln und euch die Halloween-Sachen einblenden, was ich zu Halloween gemacht habe. Das war ja... Ja. Leute, ich sag's euch. Also ich kann euch mal einblenden, was ich zu Halloween alles gemacht habe. Das war ganz schön viel. Aber es war zu viel. Es war wirklich zu viel. Aber es hat Spaß gemacht, die Sachen zu machen. So, trinken habe ich bei Oktober nicht stehen und bei September habe ich Clever Zitrone, Birne und Kaffee stehen. Ja. Ich trinke in letzter diese Clever Getränke so gerne. Dann im September eben war der Kirtag. Was mich sehr, sehr drauf hat im September war der Tod von Hugh Hefner. Ich habe mir nämlich damals diese Playboy-Menschen-Serie so gerne angeschaut von ihm und da hat man irgendwie gemerkt, dass er schon ein normaler Mensch ist und kein Arschloch. Ich meine, er steht halt, er hat jüngere Frauen gehabt, aber ich mochte ihn trotzdem irgendwie und das hat mich wirklich getroffen. Irgendwie. Ich meine, er war schon alt, er hatte schon sein Alter und es gab auch ein Video im Internet, wo man sieht, dass er sich kaum noch bewegen hat können, aber trotzdem irgendwie, ja, fand ich es halt schade, dass er gestorben ist. Ja, ich bin auch im September oft mit einem Roller, mit so einem Tretroller in die Arbeit gefahren und Leute, ich glaube, ich werde wirklich alt, weil jedes Mal, wenn ich zu oft mit dem Roller in die Arbeit gefahren bin, hatte ich in der Nacht jedes Mal Krämpfe in den Waden. Jede Nacht. Ich glaube, ich sterbe. Seitdem fahre ich nicht mehr mit dem Roller in die Arbeit, gehe lieber zu Fuß. Ich glaube, ich müsste wirklich mal meine Beine mehr ein bisschen trainieren. Sonstiges im Oktober, ja. Im Oktober ist mir klar geworden, dass viele Leute sehr, sehr falsch sind. Und ich habe es noch immer nicht gelernt, dass viele Leute falsch sein können. Wird mal Zeit, dass mein Gehirn das auch checkt. Aber irgendwie wird das nichts mehr, glaube ich, in meinem Alter. Ja. Was sonst noch war, die Halloween-Party war im Oktober. Die war ja auch... also mein Kostüm hat mich voll genervt. Ich weiß nicht, ob ihr die Fotos gesehen habt auf Instagram, aber ich habe mein Kostüm dieses Jahr so gehasst, weil ich so genervt war. Meine Perücke ist so kaputt worden, die habe ich mir extra von Jan bestellen lassen von Amazon und die schaut schon so schlimm aus. Also sie ist komplett zertaust und so, also das hat mir wirklich leid. Und jetzt habe ich sie halt ein bisschen zusammenknüllt und in meinen Kasten rein, dann, weil ich die nicht mehr sehen kann, weil die da immer gelegen ist auf einem Wäschekorb. Ja, weil ich sie eigentlich öfter verwenden wollte, aber die ist total zerknüllt und ich weiß nicht, wie ich das wegbekomme. Wenn ihr Tipps für mich habt, bitte sagt mir Bescheid. Mein Freund hat gemeint, er hat gehört, beziehungsweise sein Vater hat einmal im Theater gearbeitet und da haben die Perücken gebügelt. Aber mit Handtüchern halt und dann bügelt angeblich. Ich muss ihn aber nochmal fragen, ich weiß nämlich nicht, traue mich da nicht drüber. Ja, und ich hatte ja das erste Mal zu Halloween Kontaktlinsen drin, das war für mich die Hölle. Das war für mich wirklich die Hölle. Es waren rote Kontaktlinsen. Es hat voll cool ausgeschaut, aber es hat so höllisch weh getan. Es hat wirklich höllisch weh getan. Bei sowas bin ich echt ein Weicher. Und ich habe es gewusst, dass es so ist. Aber ja, ich wollte eigentlich weiße haben, gab es aber nicht. Deswegen hatte ich dann rote. Und bei den roten, jedes Mal, wenn ich die versucht habe reinzugeben, habe ich mein Auge zugemacht und ich habe es nicht ganz aufbekommen, mein Auge. Die erste Kontaktlinse, die ich reingegeben habe, die hat echt lange gedauert.
Die zweite ging dann schon ein bisschen schneller und meine Augen haben voll drehend. Und jedes Mal, wenn ich zu oft blinzelt habe, war alles verschwommen. Alles. Ja, das hat mich auch gestört. Und das hat auch irgendwie was unangenehm. Weil ich es auch nicht gewohnt war, ist ja eh logisch. Aber ja, ich bin ja auch sehr, also meine Augen sind sehr, sehr schlecht in letzter Zeit. Und ich glaube, wenn ich einen Augenarzttermin irgendwann einmal endlich habe und mal gucke, was mit meinen Augen ist, und der sagt, ich brauche eine Brille, werde ich auf jeden Fall eher eine Brille nehmen, weil Kontaktlinsen, nee, das tue ich mir nicht an diese Rumpflimmlerei da an meinem Augen, nee, danke, nee. Ja, das war's mit dem Video, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ja, mir fällt nicht noch irgendwas ein, das war's eigentlich schon, ging ziemlich schnell. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es so schnell war. Wenn ihr irgendwas noch wissen wollt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber das war halt so, was ich im September und Oktober alles gemacht habe. Ja, Oktober ist sowieso immer mein Lieblingsmonat, weil da habe ich jedes Mal Urlaub und jedes Mal die Halloween-Party, also das ist mein Lieblingsmonat. Traurig ist halt, dass ich es nicht bloggen kann, aber egal. Davon fangen wir jetzt nicht nochmal an, deswegen beende ich das Video. Bis dann, bye.